Herzlich willkommen zurück, Leute. Neue Session Hunt Showdown zusammen mit Kundran. Guten Tag. Mein Name ist Harry Shoemaker. Ich heiße mit Nachnamen Chevalier. Meinen Vornamen verrate ich nicht. Chevalier ist aber auch interessant. Könnte daran liegen, dass ich ihn vergessen habe. Also, Kundran hat heute die Sniper. Ich habe die Shotty. Ja, das erste Mal in den neuen Aufnahmesessions. Bist aber nicht Level 25 gewesen, ne? Du hattest einfach einen Charakter mit einer, richtig? Ja. Mal gucken, weil So, ich ich glaube, habe die einen hatte ich noch Silenced nie. Revolver. Das ist Das schon ist mal gut. gut. Ich habe noch hier dieses Single Barrel Shotgun. Also ich habe zumindest einen Charakter, der zwei schwere Waffen tragen kann. Ah ja, das hätte ich auch gern. Quartermaster, wenn nicht schlecht. Kommst du zu mir? Kommt er zu dir? Ne, er kommt zu dir. Hab einen. Ach ja, Jerome heiße ich, glaube ich, mit Vornamen. Oh, wir sind an dem anderen Spawn. Direkt da oben könnten jetzt gleich welche sein. Hör doch schon Schüsse, oder nicht? Ja. Ja. Dann lass wirklich links hochgehen. Weil die werden ja sehr wahrscheinlich über diese Brücke da laufen. Oh nein. Okay, wenn die jetzt nicht ganz neu sind. Nein, ich will nicht extracten. Da haben sie die anderen Raben aufgeschüttet. Du musst vielleicht gleich rüberziehen. Direkt hier 120. Ja. Scheiße. Ich muss Ich hab nach. einen. Ja, gut. Ich kenne die Waffe noch nicht. Ich musste nachladen. Das wusste ich Ja, nicht. ein Schuss. Das habe ich erst nach dem zweiten Mal schießen bemerkt. War der alleine? Nein. Das ist aber noch weiter hinten. Die anderen Schüsse, die du hörst. Oh, der war voll, total laut, oder nicht? Der ist super weit. Also, ich glaube, wir können laufen. War ich? Ja. Ah, die ersten Charakter, oder der erste Run ist immer so angenehm. Weil, gut, werde ich halt erschossen, ja? Nein, will man natürlich nicht, aber Wohl, weißt du, was ich meine? Ja, So, ja, ja. jetzt ist es nicht so schlimm und es wird immer schlimmer von Runde zu Runde. Aber ja klar, man will auch jetzt nicht. Das ist natürlich das A und O. Trotzdem. Der Charakter hat so gesehen noch keine Geschichte. Ja. Dass ich auf die Entfernung. Hast du ihn getroffen? Den Kerl, nee. Ja. Boah, auf die Entfernung habe ich ihm trotzdem einen One-Shot gegeben. Zombies interessiert das gar nicht. Ja, Die der Silence Silenced-Ding. Revolver ist halt echt Das ist silent. stark. Ah, okay, lol. Ich wollte jetzt den Schüssen eigentlich hinterherlaufen. Der immer noch kein Problem. Aber die gehen mitten in die Map rein. Wo müssen wir eigentlich hin? Wollen wir denn? Ja, Achso, wir haben ein hier auch noch einen Hinweis Hinweis. ist Ja, ist ja. gut. Aber wir können auch an anderen Gebieten den Hinweis holen. Ja. Ich bin dafür, wir nehmen direkt den nächsten. Ja. Der müsste jetzt Ja, hier ja. vor uns sein. Das ist ein Brecher. Was ist ein Mann? Ach, ein paar, heute ein paar Zombies mitnehmen gibt ja auch EP, ne? Dann sind die Schüsse wieder. Wieder Richtung 105. Echt, sind unsere beiden Charakter jetzt auch so Rambo-mäßig. Ja, du musst nach jedem Schuss nachladen. Zielt aber auch gar nicht auf Kopf. Vor Okay. allem jetzt noch nicht. Unser Okay. Charakter ist Level 1. Dann werden die, wenn möglich, auch Level 1 sein. Und dann one-hittest du eh überall. Okay. Erstmal an die Waffe gewöhnen. Ich habe eben beim zweiten Klicken erst so, okay, das werden keine Ladehemmungen sein, das wird die Waffe sein. Bambi hinter uns könnte mich Ja, gehört haben. ich mach die Tür einfach zu. Heißt, ist der Hinweis hier drin? Sind wir zu nah dran gerade wieder? Nee, über die Brücke oben und dann unter mir. Der Butschen? Oder ist das ein Brecher? Ich weiß es nicht genau. Ah, ist der Mudman draußen. Okay. Ja, okay. Wir sind im richtigen Teil der Karte zumindest. Ja, weiter 150, ne? Alice, dann werden die Schüsse Alice Farm gewesen sein. Der rennt doch, oder? Hat der mich hier oben getroffen? Ne,
Nee, ich dachte aber, er rennt. Ich war noch hier oben, vielleicht hat er mich eigentlich. Ah, da bist du. Ich sneak mal den Rahmen vorbei. Nicht erschrecken, Raben. Ganz ruhig. Die sehen eigentlich sogar ganz cool aus, muss ich sagen, die Raben. Ich finde die Hunde auch nice, weil da ist mich gerade einer direkt Osten. Sollte weit genug von den Raben weg sein. Ist unser Hinweis da? Achso, dann ist so weit weg der Hinweis, oder? Toll. Ja, aber hier waren auch die Schüsse, meiner Meinung nach. Was ist hier in dem Haus hier drin? Ist das ein Zombie? Ja. Der wird ausstehen, denke ich. Raben! Mhm. Direkt vor uns auf dem Feld. Ja, sind auch Richtung SE weggeflogen. Also wenn das richtig ist, sind die auf unserer Seite. Debs. Hier vor der Scheune ist er. Muss hier mal eben reinkommen. Hab einen. Ich weiß nicht, ob er das war. Wer durch die Bretter zu gucken. Der ist down aber, oder? Ja. Oh Gott, hier sind explosive Fässer. Guck, hinter der Wand könnte der andere theoretisch sein. Er hat hier das Tor aufgemacht, als ich daneben stand, ey. Der hat sich bestimmt auch mega erschrocken. Sorry, Mann. Schießt nichts auf mich. Vielleicht war er auch wieder alleine. Spielen die Leute alle alleine? Warum sollte man allein, also nehmen wir an, die sind zu zweit. Warum sollte, erstmal nicht übrigens. Warum sollte man alleine looten gehen, weißt du? Es gibt ja nichts. Üben ein bisschen gerade schießen. Ich glaube, es geht nicht. Okay, nee. Ich glaube, ich kann da nicht treffen. Da war ich drauf. Mal, Schüsse? Ja. 2, 5, 5 würde ich sagen. Nehmen wir den Hinweis mit und gehen weiter? Ja, können wir machen. Ist der eigentlich der Hinweis? Und da. Oh nein. Hier sind zwei Hinweise. Jetzt. Nee, der andere ist weiter weg. Okay, die schießen aber viel zu viel. Ja, es werden Zombies sein. Nee, man sieht ja Boss. Also, wie viele Zombies wollen denn schießen? 100? Stimmt auch wieder. Ich nehme schnell das Ding hier. Dann gehen wir wieder zurück. Könnte hinkommen. 255, oder? Ne, Quatsch, Südwest. Doch, Südwest. Ja, doch, klar. Ja, kann ja, doch ja, die. Ja. Kann am Grave sein. War der Boss beim Grave wäre blöd, weil der so weit außerhalb ist, dass du jederzeit abhauen könntest. Also, du bist nie eingesperrt, wenn du gegen den kämpfst. Kommen wir unterwegs an der Dingens vorbei? Nee, keine neue Muni für mich. Hast du denn noch ein bisschen was? Hier, also 4 noch im geladen, 7, 11 habe ich mit dem Revolver. Okay. Und dann halt noch meine Shotgun. Linksraben. Wir warten, bis sie den neuen Run machen. Die haben jetzt wahrscheinlich einmal, ich würde sagen, die haben einen Attempt gehabt. Und jetzt suchen sie Muni oder Heilung oder warten. Ich habe halt immer ein bisschen die Bedenken, dass Leute daran sterben. Mhm. Die halt sich vom Butcher jetzt haben killen lassen. Wobei, wir haben jetzt, also bei unseren, die wir gemeinsam hatten, haben wir noch nie Leichen an dem Butcher, also an dem Boss gesehen. Wir sind schon ganz nah dran. Die brauchen ganz schön lange, bis sie eine neue Session starten, wenn es wirklich auf den Butcher geht. Oder, ja. Ja, ab jetzt Vorsicht. Mhm. Du kannst gleich mal... Ja? Ich hab gehört, ja, oben links in den Turm schauen. Also ist vor mir was im Gras gewuselt? Ja.
Das Pferd ist doch wohl zu laut, oder? Hörst du das? Ja. Das macht doch nicht von alleine so viele Geräusche. Da wird einer in der Nähe sein, würde ich auch denken. Ja, das Pferd ist viel zu laut. Hier ist eine Munition. Nee, ist nicht. Lampenkiste, schön. Der Butcher wird hier nicht sein, den würden wir doch hören, oder? Hören wir den auf die Entfernung? Na, er müsste hier rechts neben uns in der Arena sein, nicht in der Kirche. Ach so. Dann ja. Ja, Gegner 180. Oben, den kannst du sehen, wenn ja, du bei mir kommst. Ja, ich sehe ihn. Ja, jetzt. Ach, oh, schade. Falsche Taste gedrückt. Wollte er drücken. Der wird runtergesprungen sein. Fuck. Nicht schlimm, natürlich. Ich hätte ihn treffen müssen. Das wäre gewesen. Ich sag, er ist runtergehüpft. Ist das ein Zombie gewesen? Ich glaube, oder? 240 habe ich eben was gesehen, aber... Du schaust ja weiterhin, wo der eben war. Ja. Den Glockenturm im Blick. Ja, kann ich auf jeden Fall drauf gucken. Ist aktuell nichts zu sehen zumindest. Bin mir halt nicht sicher, ob hier 240 bei den Gräbern ein Zombie war oder ein Spieler. Okay, ist ein Zombie. Das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt gehen wir was. Okay. Ah. Wie hoch ist meine Range? Okay. Ich habe mit dem Silence Revolver geschossen, eine Explosion verursacht. Der wird ja den Revolver nicht gehört haben, sondern nur die Explosion. Den Vielleicht Revolver können wir weiter. Ich habe fast nicht gehört von meiner Position. Wir müssen an den nächsten Hinweis kommen. Das bringt uns vielleicht noch mal was. Weil er hat jetzt natürlich den Vorteil. Ja. Wir sind überall Raben. Doch, er ist hier. Er ist in der Arena. Okay. Kannst du ihn taggen? Sofort, dass wir ja, eigentlich schon. Nee, ist nur ein Mudman. Okay. Lol. Ja, doch, der hätte schon früher getriggert werden müssen. Waren das meine Raben? Hab ich. Bist du das? Nein. Hinter uns. Da, wo wir herkamen. Okay. Ich hab dich überholt. Das bist du. Ich hab die blauen Kanten nicht richtig gesehen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du das bist. Holy shit. Hinter uns hat einer geschossen, das hast du mitbekommen, ne? Ich habe auf jeden Fall was gehört. Ich Und nochmal Raben. Richtung Süden jetzt, andere Richtung. Die Raben hier sitzen noch. Den Schuss hast du aber auch gehört, oder? Ja, naja, ich hab was gehört. Ich war mir nicht sicher, ob es ein Schuss ist oder ob das wieder einfach. Die Steps hören sich ja zum Teil ähnlich an. Dahinter ist noch ein. Genau.
Wir sollten wieder zurück, weil jetzt haben die vielleicht mitbekommen, dass ich die hier abgeschossen habe. Ich schaue die ganze Zeit nach hinten zumindest. Ja, wie weit waren die Raben weg, die danach noch getriggert wurden? Die Raben hast du ja auch gehört, ja, ne? Ja, ja, die Raben auf jeden Fall. Lass unten lang gehen, oder? Jo, ja, ich bin hinter dir. Hier kannst du Muni einfach aufheben. Voll! Oh Gott! Na geil, definitiv. Sorry. Alles gut. Ich dachte, die Explosion hat einen größeren Impact. Der hier liegt eine. Ach ne, ist der Zombie. Das sah aus wie ein Spieler. Ich hab noch schnell eine Munikiste aufgehoben. Ich wollte oben wieder raus. Der hat mich zum Glück nicht zum Brennen gebracht. Ja, mich auch nicht. Okay, den Hinweis holen, dann weg. Ja, komm, lass rennen jetzt. Sonst. Okay. Ausdauer, ich hab keine mehr gerade. Waren da gerade Schüsse? Ja, die habe ich auch schon wieder gehört. Oh gut, ist das tief. Ja, geht. Hier ist nicht der Hinweis. Wo ist der denn? Da, direkt hier. Okay. Das Pferd haben wir gerade auch schon gehört. Das war das Pferd, das wir gehört haben. Okay, wohin? Wo wir waren. Holy shit. Da kommen auch die Schüsse wieder her, ne? Ja. Hörst du das? Ja, 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 ja. Boah, aber jetzt geht's richtig rund. Das ist aber eine Double Shotgun, glaube ich, von einem Spieler. Komm, schieß nochmal. Das waren wir? Ja. Ah, shit, ich wollte an den Dingen. Ja, genau, da wollte ich nicht vorbei. Jetzt gleich nochmal auf Schüsse warten. Habe immer Angst, dass irgendeiner oft schießt, baitet und wartet, weißt du? Das ist doch hier close schon, oder? Das ist die Schotti. Schießt doch immer zweimal, das wird ja kein Nahkampf sein. Sind aber auf jeden Fall zwei Leute. Das war jetzt gerade zu schnell hintereinander, würde ich sagen. Dann sollten wir. Gott, scheiße. Ich bin jetzt schon drin, leider. Gleich nochmal warten. Ohne neue Schüsse. Holy shit. Okay, okay. Die haben wir schon. Ja, ja, okay. Bändischen dauert ja auch. Ja, ja. Links sind noch zu. Scheiße. Geh du gleich rechts auf die Scheune, würde ich da sagen, oder? Direkt vor dir rechts ist eine Leiter. Die rechts vor mir rechts ist. Ja. Unter mir ist ein Hive, shit. Ich kann mich noch nicht drum kümmern, weil hier in meinem Wald noch Zombies sind. Das gibt's nicht. Hier ist einer, ich hab vorbeigeschossen. Weit weg. Direkt hier an der Hauswand, der hat den Zombie getötet. Oder hab ich auf. Nee, ich hab nicht auf dich geschossen. Der müsste unter dem Ding sein. Definier mehr. 345 von mir, von dir wahrscheinlich genau Nord. Ja, von dir. Ja, aus da ist bei mir Holzpaletten, richtig? Genau. Der Hive greift mich an. Kannst du ihn sehen? Ja. Der rattert mich weg, der Hive. Ich bin schon im letzten Lebensbalken. Ich hab ihn. Wenn es derselbe ist. Scheiße. Mach Def. Ich heil mich jetzt erst. Ich sehe den Spieler. Bin vergiftet.
Der könnte uns von Osten umlaufen. Wobei, da ist noch ein Hive. Der triggert den Hive, wenn er nach Osten geht. Boah, ich hätte schwören können, dass ich bei dem einen Spieler voll drauf war. Jetzt bin ich runtergefallen. Oh. Ich gehe wieder hoch. Komm, ich riskier's. Wie geht's dir? Wieder frisch. Der Ausgang ist aber auf deren Seite, ne? Noch ist nicht gebanished. Die Frage ist, wo ist der Butcher genau drin? Ist der hier links drin? Wahrscheinlich. Von da kam nämlich der Kerl. Und ich glaube, ich habe beide gesehen. Hat der auf mich geschossen? Nee. Mal die Explosion. Wir riskieren was. Also ich schleiche mich ein bisschen näher ran, ja? Aha. Ich stehe halt eigentlich auch komplett offen. Also ist es nicht. Das ist der Reif. Was war das? Ich hab einen Hive erschossen. Okay. Aber wenn du das gehört hast. Was war das? Ich habe auf ihn geschossen schon wieder. Er war hinten auf so einer Überführung drauf, ist dann runtergesprungen. Bounty is on the move. Ich bin theoretisch schon vor denen. Vor mir. Ich renne. Einer down. Zweiter. Unbekannt. Über mir, glaube ich. Ich bin über. Nee, ich bin nicht über. Ja, ich bin halb über dir. Ich geh gleich Zombie-Modus. Der rennt nach Südost weg. Ist das der? Okay. An den Hunden ist er aber nicht mal vorbeigekommen, oder? Nee, der ist direkt weggelaufen. Ja, er rennt und rennt. Der will zum anderen Ausgang laufen. Ich sehe ihn. Ich bin bald bei dir, aber ich bin halt gerade nicht mehr so richtig schnell. Hab ihn! What the fuck? Hab ihm einen Header gegeben. Mit meinem Revolver. Ja. Komm, wir holen das andere Ton ab. Ja. Okay. Alter, mit dem Revolver. Er war im Sumpf. Schön. Das war richtig geil. Dem einen habe ich den Weg abgeschnitten. Ich war unter der Klippe, habe ich gewartet und er ist so vor mir runtergesprungen. Genau da, was ich gedacht hatte, was er machen okay. will, ist passiert. Nice. Hier ist noch ein Hive irgendwo. Müssen wir kurz aufpassen. Aber ich glaube, der ist weiter Richtung Westen. Ich muss mit der Waffe auf jeden Fall noch üben. Okay. Schon sind sie leise. Da hat er echt seinen Kumpel zurückgelassen. Der wollte seinen Kumpel hier liegen lassen. Hätte ihn aufheben können. Ja. Der hat sich direkt gesagt, nee, lass mal. So, hier unten habe ich mich versteckt. Hier. Okay.
Nice. Und hier kam er dann runter, oder wie? Da ist er dann runtergesprungen. Yes. Der liegt hier übrigens auf dem Bauch jetzt. Ja, lag er das vorher? Das hätten wir. Ich weiß es nicht. Du hast wieder erschossen. Der schnellste Weg zum Ausgang ist nicht immer der sicherste. Nee. Zumal sie hat. Ich hab sie ja davor schon beschossen, also sie wussten, dass wir da sind. Oder dass zumindest. Ja, aber er dachte halt, du bist hinter denen wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Was ist eigentlich, wenn du am Ausgang erschossen wirst, dann extractest du nicht, oder? Die Kutsche nimmt dich nicht mit. Du bist tot. Nee, ich meine jetzt, wenn einer von uns, der ist ja nur bewusstlos so gesehen. Achso, nee, dann bist du auch tot. Okay. Boah, das war nicht schlecht von dir. Nicht schlecht. Und leider dreimal hatte ich die Chance, einen zu erledigen und habe dreimal vorbeigeschossen. Das ist. Theoretisch haben wir aber einen Spieler verloren. Der an der Kirche. Ja, ja. Der kam auch danach nicht mehr wieder. Nee, ist richtig. Der hat einfach nichts gemacht. Ah. Immerhin entkommen, das ist das Wichtigste. Ja, und überlebt halt. Und ja, richtig. Als Team. Und wir haben das Bounty. Also, hätte es ja entkommen können ohne Bounty. Ja, das stimmt. Harry Shoemaker. Ja. Jérôme Chevalier. Immerhin haben wir alle Clues entdeckt. 19 Zombies, okay. 8 Hives hat mehr gegeben als 19 Zombies. Ja gut, die sind ja auch härter als Zombies. 4 Spieler. Ja, 2 Einzelne und das Team mit dem Bounty. Das Team, genau. Es müsste auch noch mal was geben, wenn du Leute mit dem Bounty erledigst. Oder ist das dann zu attraktiv, einfach die zu jagen? Und dann warten ja theoretisch alle. Dann hebt keiner auf. Ja, das ist richtig. Level 12. So, Level 30 insgesamt. Ich bin Level 20 insgesamt. Wie viele Points habe ich jetzt eigentlich? Ja, ich stand gerade da, aber ich habe es vergessen. Erstmal upgrade ich aber meine HP. Ja. Der Jérôme. Oh, Quartermaster kann ich nicht. Oh, nee, ich habe nur 4 Points. Boah, Quartermaster hat erstmal mir nochmal überleben. Traits. Ah ja, ich kann Determination. Und ich kann das Physische hier. Das lohnt sich das echt schnell, sich zu bandagieren? Naja, was willst du mit den Punkten machen? Ja, ist richtig. Das ist okay. Egal. Später, ja. Wenn du alles frei hast und dich dann entscheiden musst, was du nimmst, ja, okay, dann ist ja, interessant. Aber logisch. Das waren jetzt 4 Points für die beiden Sachen, das war jetzt irrelevant. Das ist richtig. Ein Quartermaster habe ich ja so schon. Meine Spritze habe ich aber, davon habe ich auch keine mehr anscheinend. Okay, da habe ich zum Glück sogar noch eine. $20 kosten die. Ach nee, Quatsch, ich hab ein Gegengift, habe ich. Und gibt's neue interessante Charakter? Kein Tier 2 Charakter. Ja, eigentlich auch egal. Ne, ja, ich habe auch kein Tier 2. Irgendeiner mit einem Endgame Perk? Ne, auch nicht. Also. Welche sind die Endgame Perks? Also, du siehst ja, wenn die Perks ja, anders okay. sind. Wenn ja, das auch ja, jetzt das keine sind, die du kennst. Aber das Einzige, was ich ändern könnte, ich könnte mir mal eine Frag Bomb holen. Macht die mehr Damage? Ne, Dynamit macht mehr. Dafür ist die Area, glaube ich, höher. Ich bin schon wieder ein mit einer Sparks und der komischen Romero Handcan. So, aber das war eine schicke Runde. Leute, schaut bei Kundran vorbei. Lasst ein Like, dann ist das mal sehr, sehr spannend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao. Tschüss.